dass ich heute nicht für Kundenfrust sorgen kann, sondern für Kundeninformation. Genau, mein Hund habe ich rausgesperrt, Tür ist zu. Von daher glaube ich, sollte er nicht reinlaufen und stören. Und wenn, hebe ich ihn auch ins Bild. Genau, dann kann man den auch nochmal sehen. Haben wir heute eine Kundeshow, Hunde, eine Hundeshow und keine Kundeshow. Genau, mein Thema heute, negative Kundenerlebnisse sind eine Chance, gerade wenn der persönliche Kontakt dann eben den Unterschied macht. Gerade in der Zeit, wo extrem viel automatisiert ist und Co. Ja, ist es gar nicht so einfach, damit umzugehen. Das sind organisatorische Themen, auf die man achten muss. Das sind aber auch technische Themen natürlich, die dabei unterstützen können. Und ja, wir sind der Meinung, gerade so eine doch schwierige Situation mit dem Kunden, die es einfach gibt. Das ist einfach Realität und Tatsache. Die kann man durchaus auch drehen und nutzen. Und dazu möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Vielleicht aber kennen mich noch nicht alle. Kurz was zu mir. Bin von der Infinite CX-Gruppe. Ja, wir sind selber die Infinite CX. Wir haben die Customer Interaction Solutions aus der Schweiz, die Deliberate und die Future Lab gehören zu uns. Gerade Customer Experience Week ist häufig ein Thema, was wir auch gemeinsam mit der Future Lab machen, die ja vor allem alles rund um Customer Experience da so sich auf die Fahne geschrieben haben. Auch so einen oder anderen Input, den ich heute in meiner Präsentation habe, den habe ich auch vom Stefan Kolle so mitgenommen. Und als ich mich mit ihm unterhalten habe und ausgetauscht habe, also der ist da mit reingeflossen. Also es sind auch durchaus Themen, die jetzt nicht nur Contact-Center-lastig sind und technologielastig sind, sondern eben auch so ein paar Insights aus der Future Lab. Nichtsdestotrotz, die Infinite CX selber ist ein Integrator, die im Contact Center groß geworden sind, die letzten 40 Jahre viel Erfahrung gesammelt haben. Das ist sozusagen immer noch unsere DNA. Auch da immer viel Technologie, muss man einfach so sagen. Deswegen habe ich auch heute ein paar technologische Beispiele mitgebracht. Das ist ja immer das, wofür ich auch stehe, was zum Anfassen. Genau. Und unsere Vision, die passt, finde ich, auch sehr, sehr gut. A, zum Thema Kundenfrust, und B, aber auch zum Thema hier von der Customer Experience Week ist. Also wir sind der Meinung, Contact Center werden zukünftig die Interaction Center oder sind es teilweise schon und dadurch sind sie auch die zentrale Drehscheibe für Marketing, Sales und Service und sollten sie auch sein. Also es ist noch nicht überall der Fall und noch nicht alle Organisationen haben das geschafft. Viele arbeiten dran, dass die teilweise noch Silos miteinander kommunizieren und als Einheit auftreten. Der Kunde erwartet es eigentlich schon immer. Es ist halt einfach nicht der Fall. Und auch sowas natürlich, gerade wenn das nicht der Fall ist, kann das zu Kundenfrust beispielsweise führen. Wenn Marketing was anderes erzählt, wie es dann verkauft wurde und versprochen wurde beispielsweise und dann ja später im Service muss man es dann beispielsweise ausbaden und so, beziehungsweise oder der Service mit Volumina kommuniziert wird, konfrontiert wird, die vorher nicht so vorhergesehen wurden und der Kunde dann zum Beispiel auch in einer positiven Situation, wo es darum geht, vielleicht was zu kaufen, dann länger warten muss als nötig. Von daher ganz, ganz viel Interaktion und Kommunikation notwendig zwischen den Bereichen, um eben Kundenfrust zu vermeiden, um eine super Customer Experience abliefern zu können. Bevor ich jetzt aber nochmal reinkomme, also Kundenfrust, es ist einfach enorm viel los, gerade am Markt. Die Slide habe ich jetzt schon mehrfach gezeigt. Leider lege ich sie immer noch auf. Und es ist immer noch viel los, habe ich es jetzt genannt. Das ist, ja, es ist sowohl positiv wie als auch negativ zu sehen. Natürlich ist es immer toll, wenn Veränderung am Markt ist, wenn neue Sachen auf den Markt drängen, wenn gibt es Raum für Veränderungen, gibt es neues Potenzial, das ist ganz klar. Technologie, beispielsweise künstliche Intelligenz, ein Rekord, ein jagt er den anderen von neuen Parametern von Verständnis, Bilder generieren, Videos generieren. Das sind natürlich unzählige Möglichkeiten, die da entstehen, aber natürlich auch Verunsicherung, auch bei den Kunden. Was passiert denn damit? Kann man mich ja betrügen und Co. Also das ist was passiert. Auf der anderen Seite natürlich auch bei unseren Kunden, also Endkunden bei den Verbrauchern. Erst hat man Corona, dann die Ukraine-Krise oder den Ukraine-Krieg, die Inflation, weniger Geld im Geldbeutel. Es ist so eine Grundangst,
Anspannung auch zu spüren, die man vielleicht auch selber so im Alltag merkt und Co. Und sowas schwingt natürlich auch in der gesamten Kundenkommunikation mit. Das heißt, gepaart mit vielleicht wirklich mal ein Problem, das auftritt, das es auch geben kann. Und ja, eine negativen Situation oder eine Rechnungs-, was weiß ich, eine Abschlagserhöhung und dann habe ich aber trotzdem auf der anderen Seite aber auch viel mehr Ausgaben und Co. Das führt nicht immer zu ja, den einfachsten Gesprächen im Kundenservice und auch nicht alles kann man lösen, weder mit Technologie noch mit organisatorischen Maßnahmen, vielleicht noch ein bisschen mit Training. Nichtsdestotrotz herausfordernd an vielen Stellen. Was ich auch noch mitgebracht habe, ist, finde ich auch noch mal ganz spannend, spielt auch so ein bisschen mit rein, ist diese Umfrage vom Loyalty Report, der relativ frisch ist, kam Anfang 23 raus. Auch das, die Quelle hier habe ich von der Future Lab, vom Stefan Kolle dann nochmal bekommen, so als Hinweis, fand ich ganz, ganz spannend, als ich den durchgelesen habe. Link ist auch hier in der Präsentation mit drin, kann man dann auch nochmal reingehen. Zeigt einfach auch so, dass ja, wenn man das jetzt gerade richtig macht, so wenn man diese externen Faktoren im Griff hat und da vor allem die digitale Kundenbindung nutzt, das wird honoriert. Das wird zum Beispiel in der Studie, das ist ganz spannend, das ist 28,4% mehr, wird zum Beispiel dadurch honoriert, wenn ich mich wirklich schaffe, meine Kunden zu binden in dieser Phase mit Kundenbindungsprogramme. Egal, ob das dann Rabattmarken sind oder ob das digitale Newsletter sind oder sonstige Aktionen. Das wird honoriert, finde ich ganz spannend. Sorgt ja wirklich auch nochmal zu einem Umsatzboost. Und einen weiteren Punkt, den ich auch nochmal spannend finde, weil der indirekt zum Kundenfrust führen kann, wenn man sich nicht drum kümmert, ist das Thema Kommunikationsbedürfnis. Gerade in Deutschland ist es so, dass 65% möchten einmal pro Woche informiert werden. Das ist jetzt hier bezogen natürlich auf Retail, Konsumermarkt, aber grundsätzlich ist es schon ein Bedürfnis, das man auch ableiten kann. Kunden wünschen heute mehr Informationen und die besorgen sie sich A, natürlich selber, indem sie im Netz nachgucken, aber trotzdem, wir sind hier in Deutschland im Dachraum, da wird noch viel telefoniert, sowas erwartet man auch teilweise an der Telefonhotline, dass man da nochmal anruft und allgemeine Fragen hat zum Produkt, zum Service, zum Vergleich und Co. Und allein da ist durch diese, das kam in dem Report raus, 16% Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, das ist einfach aufgrund dieses ganzen ja, außenrum hat sich das nochmal erhöht. Das sorgt natürlich für weiteres Kontaktvolumen, das man vielleicht automatisieren kann, aber vielleicht auch nutzen kann. Jetzt aber auch wieder zurück zum Kundenfrust, zu meinem Thema. Ganz, ganz spannend finde ich, ja, und das ist so ein bisschen die Aussage, die vorher ist dieses Service Recovery Paradox, also so immer durchs Tal der Tränen muss ich da immer durch. Und das fand ich wirklich extrem überraschend, diese Studie und dieses Thema, dass wenn es dann wirklich mal zu einer Situation kommt, wo ich vielleicht auch ja, nicht nur externe Faktoren habe, sondern die internen Faktoren, wo ich als Unternehmen meinen Teil dazu beigetragen habe, indem ich, was weiß ich, mal ein Produkt verkauft habe, was vielleicht nicht funktioniert hat oder wo nochmal Service notwendig ist, eine hohe Warteschleife und der Kunde wirklich vor einer Problemstellung steht, also wirklich ein durch mich verursachtes Kundenfrustproblem, ich das aber drehe, ich das mit dem Kunden gemeinsam löse und ihn dabei nicht im Stich lasse. Und das ist egal, ob technisch oder wie auch immer, ob das durch einen Bot gemacht wird, aber am besten natürlich durch menschlichen Kontakt, wenn ich mit ihm diese Situation durchgestanden habe, dann zeigt sich einfach, dass der Kunde danach loyaler ist. Und sowas mit Kundenbindung, mit Weiterempfehlungsrate und sowas schlägt sich natürlich dann auch in höherem Umsatz, in der Weiterempfehlungsrate durch. Ja, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Und einen Kunden zu halten und Kunden zu binden ist einfach extrem, extrem wertvoll. Und auch hier unsere Tochter die Future Lab, die hat bei einem ihrer deutschen Kunden einer Versicherung festgestellt, dass Kunden, die ein Problem hatten, plus im Kontaktcenter angerufen hatten und das Problem sozusagen gelöst wurde, einen 25-prozentigen höheren NPS hatten als Kunden,
die nie ein Problem hatten. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Das passt da sozusagen zusammen. Und ich würde jetzt mal nicht so weit gehen, dass man sagt, ja komm, wir schicken jetzt am besten jeden Kunden erstmal in eine Problemsituation rein, um ihn dann auch zu binden. Das natürlich nicht. Aber grundsätzlich finde ich das einfach eine extrem spannende Geschichte. Das ist einfach, wenn ich doch den Fall habe, dass ich externe Faktoren habe, aber natürlich trotzdem auch, wenn ich die internen Faktoren im Griff habe. Und wenn ich es schaffe, über meine Organisation, über die Prozesse, die ich dahinter liegen habe, über die Technologie gegebenenfalls auch, dieses Problem schnell zu lösen, dann kann ich da was Positives draus drehen. Das heißt jetzt nochmal zusammengefasst, also wo stehen wir jetzt aktuell? Wir haben gegebenenfalls eine angespannte Grundstimmung am Markt. Gut, sind ja die Themen, die ich vorher schon genannt habe. Wir haben höheres Bedürfnis an Informationen. Zusätzlich steigt sozusagen unser Volumen noch, egal auf welchem Kanal, E-Mail, Telefonie, im Web. Parallel dazu haben wir dann natürlich auch noch die interne Situation, Kostendruck in den Unternehmen. Es ist ja auch so, dass wir als Unternehmen jetzt nicht von der Inflation betroffen sind. Das heißt, wir haben höheren Kostendruck. Wir müssen Effizienzen heben. Shareholder treiben uns in die Richtung beispielsweise. Und parallel dazu, noch mal eins drauf, ist es ja nicht so, dass gerade in der Kundenservice-Ecke die Mitarbeiter wie Sand am Meer da sind, sondern auch hier haben wir natürlich die Herausforderung, dass mit dem Mitarbeitermangel, dass es gar nicht so einfach ist, bei einer doch höheren Fluktuation die Mitarbeiter dann zu halten und auch neue zu gewinnen. Von daher gibt es teilweise gar nicht mal die Möglichkeit, auf Technologie zu verzichten und sagen, ich kümmere mich jetzt um jeden Kunden, sondern ich muss da wirklich so eine Spannung schaffen, dieses Spannungsfeld auflösen. Auf der einen Seite, ja, gerne natürlich Technologie nutzen, automatisieren und reduzieren und Kosten sparen. Auf der anderen Seite, ich mag aber auch natürlich mehr verkaufen und jeder Kundenkontakt ist ja eigentlich auch eine Chance, was zu verkaufen. Und das Spannende ist, in diesem, und jetzt wieder die Infinite CX, Technologie-Integrator in diesem Spannungsfeld kann Technologie schon helfen. Nicht alles, viel organisatorisch, wie schon gesagt. Natürlich, also Schulungen, richtige Skills, vor allem aber auch natürlich die richtigen Befugnisse, dass die Mitarbeiter nicht weiterleiten müssen, weil sie sagen, das kann ich gerade nicht, das darf ich nicht und Co. und wieder zurückhalten, sondern das sind sozusagen die Hausaufgaben, die man natürlich als Organisation auch machen muss. Das ist jetzt aber eine andere Welt, weiß ja auch jetzt nicht die Infinite CX der Experte. Da gibt es andere, wie man das macht, mit Schulungen, mit Trainings und eben mit diesen Skill-Themen und Organisationswandel. Für uns ist es im Endeffekt nochmal Technologie. Und natürlich drängt sich da auch die Frage auf, kann alles da, was Richtung künstliche Intelligenz im Markt ist, kann das da dabei unterstützen? Und was bieten denn da die Hersteller? Und ich habe jetzt heute nochmal drei konkrete Beispiele dabei. Das eine ist, noch ein bisschen Zukunftsmusik, wo die Reise gerade hingeht, in Beta-Themen, würde ich mal sagen, oder auch ausprobieren in Richtung, also eher in Richtung Lösung. Und zwei andere Themen, die ich dabei habe, sind nochmal Produktbeispiele von unseren Partnern. Heute habe ich aufgepasst, Rainer, ich werde heute sozusagen nichts vorspielen. Wir brauchen sozusagen kein Sharing, kein Video, kein Ton, sondern ich habe das in Bildern dabei und kann es also auch einfach erklären. Genau. Die Frage ist jetzt mit der Technologie, wann, wie und wo setze ich sie denn ein? Also ich habe jetzt von den drei Beispielen gesprochen. Es gibt aus meiner Sicht noch viel, viel mehr. Und auch dieses Bild ist nicht vollumfänglich. Ich habe es einfach nur mal versucht zu visualisieren. Wenn man dann gerade mal so den Kundenkontakt anschaut, so die Customer Journey, wo gibt es denn die Möglichkeiten und was gibt es denn grundsätzlich für Möglichkeiten? Es gibt einmal natürlich die Situation vor dem Dialog, wo sich der Kunde selber informiert, wo es sozusagen, wo gegebenenfalls auch, das ist so die Phase, er ist schon ein Kunde, aber es gab eben noch keine Kommunikation jetzt weiter. Da ist es natürlich extrem wichtig für mich als Unternehmen schon zu wissen, wie ist denn gerade so das Grundempfinden draußen, was denken denn meine Kunden über mich, wie ist denn die Produktqualität, wird denn über den Service gedacht, wie wird denn über mich gesprochen, also auch, das sind im Endeffekt so die Hausaufgaben, die ich erledigen muss. Wie ist denn
wie ist denn die Stimmung da draußen? Da gibt es Technologien, komme ich gleich nochmal drauf, in Richtung Customer Journey Analytics und Management, im Sinne von einer Journey eines Kunden zu überwachen und zu reagieren, hin zu alle Kunden was abzuleiten. Das zweite ist natürlich während dem Dialog. Gerade wir Contact Center affin achten da natürlich sehr, sehr drauf und haben da ganz viele Themen. Da gibt es natürlich mit KI ganz viele neue Sachen. Beispiele, die ich mitgebracht habe, ist einmal rund um Emotion AI und das Thema Predictive Routing. Das heißt, wie finde ich vielleicht automatisiert den bestpassendsten Mitarbeiter ohne da groß Technologie, wie heißt man Technologie, ohne da groß Konfiguration vorher anzuwenden und vielleicht dann trotzdem noch besser zu sein. Dann gibt es natürlich noch Themen, wo ich optimieren kann beim Kunden, Richtung Agent Assist, Unterstützung und Co. Da gehe ich mal heute nicht drauf ein. Gerne in einer meiner anderen Sessions dann. Und dann gibt es natürlich noch Sachen danach, nach dem Dialog, das Lernen, das Mitnehmen, die Hausaufgaben machen. Wie war denn das Gespräch? Was für ein Zufriedenheitslevel hatte denn der Kunde? Habe ich sein Anliegen wirklich gelöst? Mit welchen Emotionen war er denn im Gespräch? Also ähnlich wie schon während dem Gespräch kann ich das natürlich danach mitnehmen, kann ich darauf als ableiten, wie ich denn mit dem einzelnen Kunden oder wie ich mit einem Segment, gegebenenfalls mit einer guten Gruppe, umgehe. Um in dem Fall Kundenfrust zu vermeiden zukünftig. Also bei allen Themen geht es natürlich darum, ja, man sollte schon schauen, dass Kundenfrust vermieden wird. Auf der anderen Seite geht es darum, aber auch rauszufinden, wenn es Kundenfrust gibt, kann ich den drehen. Und ganz wichtig ist natürlich, vorzubereitet zu sein. Das ist sozusagen die andere Kernaussage hier. Ja, ich muss wissen, wo denn gerade Frustrationspotenziale sein könnten. Und mein erstes Beispiel, das ich jetzt mal mitgebracht habe, das ist eher so diese Beta-Welt. Das ist in vielen Produkten, ja, wird jetzt gerade schon mit angedacht. Da gibt es schon so Markierungen mit einem Smiley so auf die Art und Weise und so Scores. Funktioniert häufig noch in Englisch in den Produkten, wo man sagt, ja, während ein Gespräch, auch im automatisierten Dialog, und das finde ich spannend, wird mitgehört. Und die Engine, ja, natürlich transkribiert sie diesen Text, aber markiert ihn dann auch, kann ihn sozusagen für sich durchgehen, also markiert in Anführungszeichen, ja, sie kann ihn auch visuell markieren beim Mitarbeiter, aber hier geht es darum, im Endeffekt gewisse Phrasen aus dem Kontext zu verstehen, sind die eher negativ, positiv, ist der Kunde hier überrascht, ist er wirklich verärgert, die sozusagen zu interpretieren auf Basis des Textes. Spannend ist aber das Neue auch noch, gepaart auf Basis der Stimme, vor allem natürlich wie, ja, wie Lautstärke spielt da mit rein, aber auch natürlich die Stimmlage, Stimmwellen spielt da mit rein. Und da haben wir jetzt auch schon ganz gute Ergebnisse erzielt, wo man sagt, ja, die Technologie ist soweit, dass sie das in Echtzeit analysieren kann. Und A, natürlich beim Mitarbeitergespräch, dass man da mithört und eskaliert und Co., das gibt es ja schon länger, aber B, das finde ich noch spannender, das auch in einem Voicebot, in einem automatisierten Case, in der IVA mitnutzen zu können und im Endeffekt, ja, ich lausche mit und wenn ich mitkriege, es gibt so ein paar Triggerfaktoren und da muss ich gar nicht mal, jetzt sage ich mal, alle Level, die hier angezeigt werden, identifizieren und sondern es lag mir nicht einfach rauskriege, oh, der ist besonders gut drauf oder der ist besonders schlecht drauf, wenn ich die Extreme identifiziere und darauf basierend reagieren kann. Und es kann einerseits, also die einfachste Reaktion ist, ich entdecke irgendwas, A, Verkaufspotenzial oder U, ich kann hier ich muss hier eskalieren, kann ich zum Mitarbeiter natürlich sofort geben. Das ist sozusagen die Eskalation, positiv wie negative Eskalation, sage ich jetzt mal. Und ich gehe zum Mitarbeiter und nutze die Chance, verkaufe was, mache einen Upsell oder nutze die Chance, um den Kunden zu besänftigen und es wirklich per Hand zu lösen. Was aber auch spannend ist, und das finde ich auch in Richtung von Individualisierung, Personalisierung enorm spannend, was diese Large Language Models, also rund um ChatGPT, da zukünftig bieten. Das heißt, ich muss nicht vorher einen geskripteten Text machen, sondern ich kann sowas auch als Parameter in meine Antwort mit einfließen lassen. Und das gar nicht groß, um das jetzt mit reinzuprogrammieren und mir vorher ausdenken zu müssen, sondern ich nutze zukünftig solche Modelle wie ein ChatGPT, wie ein Bard und Co., um zu sagen, übrigens, der Kunde ist schlecht drauf, antwortet doch bitte in dieser Art und Weise oder der Kunde ist extrem gut drauf, jetzt kannst du ihn noch für solches und jenes motivieren. Früher musste ich das alles vorher vordenken und vorkonfigurieren und vorskripten. Mittlerweile
spannend aus meiner Sicht, kann man da sehr, sehr viel von diesen Large Language Models nutzen. Aktuell, wie schon gesagt, an vielen Produkten immer noch Beta, aber ich bin der Meinung, gerade in den nächsten Monaten wird sich da enorm viel tun und da wird es auch in den meisten Produkten wirklich im Standard dann mit drin sein und dann kann man das sowohl über Informationsbereitstellung mit nutzen, eben als auch über so gewisse andere Personalisierung, Individualisierungsthemen mit einspielen lassen. Und auch hier geht es dann im Endeffekt darauf reagieren zu können, Situationen erkennen und vermeiden. Anderes Thema, ich gucke ein bisschen auf die Zeit, 5 Minuten habe ich noch. Ein zweiter Punkt, den ich damit jetzt ist Richtung Customer Journey Orchestration Analytics. Das finde ich sehr, sehr spannend. Im Endeffekt das, was man früher am Reißbrett gemacht hat, wo man sich dann einmal im Jahr oder alle 5 Jahre hingesetzt hat, oh, wo sind denn meine Pfade, wie ist denn die Customer Journey, was sind denn die Personas da draußen, wie bewegen sich denn meine Kunden. Das mittlerweile gibt es Tools, die das in Echtzeit visualisieren können. Einer unserer Partner, die von der Genesis, das Produkt Pointillist, ist eins derjenigen welchen, das damit umgehen kann, mit ganz, ganz vielen Datenquellen das zu visualisieren und spannend eben auch hier im Endeffekt dann Pfade zu generieren. Das heißt, ich muss mir da gar nicht Gedanken machen, wie ist er denn gelaufen, sondern ich schicke nur so viele Datenpunkte wie möglich hin und das System visualisiert mir das dann und zeigt mir natürlich die Journey schon mal an. Und das Spannende eigentlich ist aber dann, ich kann dann auch einen Drilldown machen, kann sagen, warum ist der denn den Weg entlang gelaufen? Was war denn der Punkt? Und die KI dann dahinter analysiert und sagt, naja, der hat jetzt im Callcenter angerufen übrigens und der war aber vorher hat sich die Android-App runtergeladen. Und wenn wir uns jetzt alle anschauen, das sind so und so viele und wir decken einfach, das sind nur die Android-Kunden beispielsweise, die nur die Android-App haben. Das heißt, schätzungsweise haben wir da ein Problem. Da können wir darauf reagieren, da können wir vielleicht proaktiv darauf reagieren, da können wir die Kunden informieren mit einer Push-Kampagne, wenn es eine wichtige Situation ist. Oder wir können was einbauen, dass wir sagen, diese Kunden, die dann anrufen, begrüßen wir anders, gleich mit dem Hinweis, dass folgendes Thema vorliegt. Und das finde ich extrem spannend, was man damit machen kann, eben in dieser Analyse. Und das dann natürlich dann zu visualisieren in einem Dashboard, um dann die Übersicht zu haben. Aber gerade eben der Punkt ist, das nicht für einen Kunden zu machen, sondern das, was ich vorher schon gesagt habe, mit diesem Drilldown einzelne Knotenpunkte und Pfade anzugucken, wo ich sage, naja, da ist jetzt aber gerade ein Ausreißer drin und das hätte ich jetzt nicht so erwartet, mit dieser Thematik wirklich reinzugehen, tiefer zu gehen, zu verstehen, was ist denn das? Und das Spannende dann ist, nicht nur meine Hausaufgaben zu machen im Sinne von, da optimiere ich einen Prozess. Das ist natürlich auch, das ist die Grundvoraussetzung dass ich das mache, sondern eben aber trotzdem auch in Echtzeit reagieren kann im Endeffekt. Boah, wenn das passiert, dann einen Trigger setzen und, wie schon gesagt, eine Ansage schalten, eine Mailing-Kampagne rausschicken und Co. Da wirklich so schnell wie möglich automatisiert agieren. Und ein drittes Beispiel, wo Technologie hier unterstützen kann und helfen kann, das ich mit dabei habe, ist Richtung Predictive Routing. Auch das gibt es mittlerweile von mehreren Herstellern am Markt. Hier dieser Screenshot und dieses Beispiel ist auch nochmal von der Genesis, auf Basis von der Genesis Cloud. Finde ich aber trotzdem auch enorm spannend. Also man muss sagen, viele unserer Kunden im deutschen Markt trauen sich es noch nicht, das umzusetzen. Man schaut es sich an. Das Coole ist, aber man kann es ausprobieren. Man kann es im Vergleich mitlaufen lassen. Was macht die Lösung? Die macht im Endeffekt nichts anderes. Sie analysiert das Mitarbeiterverhalten im Sinne von wie gewisser KPIs, also NPS, CSAT oder Transferrate oder auch Aspekte im Sinne von, wie viel Umsatz hat er gemacht und analysiert auch die Kunden auf den vorhandenen Parametern. Je mehr Inputfaktoren ich natürlich habe, desto besser ist es und macht daraus basierend ein optimiertes Routing. Es werden trotzdem alle Mitarbeiter-Calls kriegen, aber man versucht im Endeffekt den Best-Match daraus zu finden, wo man sagt, der Kunde ist jetzt eben sales-affin, den schicke ich zu dem, der am besten verkaufen kann. Oder der Kunde hat gerade, der braucht einen, der Kundenzufriedenheit affin ist und den besten NPS hat, weil es einfach schwieriger ist. Und das ist enorm spannend, weil da kann man sich extrem viel Aufwand sparen im Sinne von Routing-Konfigurationen, weil das System eben mitlernt und
hier die Ergebnisse von den Kunden, die das am Laufen haben, die das auch parallel ausprobiert haben, sind da schon vielversprechend. Also ich sage jetzt nicht, dass sie die Welt retten, aber was ich jetzt zumindest wahrgenommen habe, so 10%, 5 bis 15% Optimierung ist da locker drin. Und wie schon gesagt, das Coole ist, ich kann das anschalten, an das ein halbes Jahr mitlaufen lassen, schaue mir an, wie hätte er entschieden in der Situation, wie hätte er geroutet in folgender Situation eben nach den vordefinierten KPIs. Genau. Zusammengefasst kann man sagen, es tut sich enorm viel. Es ist auch enorm viel Potenzial natürlich da für Frustrationssituationen. Grundsätzlich gilt es trotzdem, die zu vermeiden. Das ist ganz klar. Geht aber nicht immer. Und wenn es nicht immer geht, gibt es A, die Möglichkeit oder die Notwendigkeit, sagen wir es mal so, organisatorisch darauf vorbereitet zu sein, seine Hausaufgaben zu machen, zu verstehen, warum, die Mitarbeiter zu befähigen mit den richtigen Prozessen und wie sagt man, mit den richtigen Befähigungsleveln ausgestattet zu sein, auch die einmal durchführen zu können. Und auf der anderen Seite gibt es mittlerweile echt coole Geschichten in Richtung Technologie, die dabei unterstützen können, das Beste rauszuholen und dann im Best Case eine Frustsituation zu drehen und zu einer Erfolgssituation zu machen und dann im Endeffekt ja, Kundenbindung, mehr Umsatz, langfristige Beziehungen mit dem Kunden eingehen zu können. Vielen Dank.